Bevor es heute losgeht, habe ich den Eugen ziemlich down erlebt. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich meine nur... Stimmt was nicht? Es ist mir ein Rätsel, warum ich Ihnen das erzähle. Ich beneide Sie um Ihr Alter, Niklas. Ja, das tue ich in der Tat. Okay, warum? Nun, als ich jung war, wollte ich immer Archäologe werden. Ich wollte die Welt auf der Suche nach unentdeckten Fossilien bereisen. Speziell Dinosaurierfossilien. Für mich waren sie die ultimativen Funde. Wie bitte? Der Anblick von Fossilien hier sollte mir genügen, sagen Sie? Also, Niklas, wissen Sie, für einen echten Paläontologen ist die Suche das Ziel, nicht der Fund, nicht ja? Ich habe nicht verstanden, was er damit sagen wollte mit diesem Nicht-Ja. Ja, nun, sage ich. In der Tat, ich verstehe ihre Anmerkung einfach als eine Herausforderung, nicht ja? Ich mag das nicht. Ja, in der Tat abgemacht. Also von heute an, ohne Umschweife und nun an jedem Tag, nehme ich mir Zeit für die eigene Feldarbeit. Ja, Ärmel hochkrempeln, Eugen. Warten und sehen Sie nur, was ich alles finden werde, Niklas. Ja, und danach war er auch wieder back to normal. Also auch er hat offenbar manchmal so nachdenkliche Phasen, wo, ja, er so ein bisschen von seiner Vergangenheit schwelgt. Oder ihn, wie auch immer. So, der Pteranodon war fertig. Es taucht in der späten Dinosaurierzeit im prähistorischen Zeitalter auf, bla. Obwohl es des Fliegens mächtig war, zählt es nicht zu den Vögeln. Es war ein Reptil durch und durch. Ja, ja, ja. Mit ausgebreiteten Flügeln war es so groß wie ein kleines Flugzeug. Einfach gigantisch. Wie gern würde ich eins mit eigenen Augen sehen. Tut mir sehr leid. Ich bin froh, dass es nicht mehr existiert eigentlich. Ja, unglücklicherweise konnten wir direkt ein weiteres Fossil vervollständigen, einen weiteren Saurier, nämlich den Stegosaurus. Juhu, ja, juhu. Sollen alle meine Freudenschreie hören. Juhu, ja, lassen Sie mich einfach etwas über den geschätzten Stegosaurus sagen. Er tauchte etwa Mitte der Saurier-Ära auf unserem Planeten auf. Die diamantförmigen Platten, die seinen Körper prägen, sind Knochen. Sie wurden verwendet, um ihn kühl zu halten und Gegner abzuwehren. Tut mir sehr leid, da steht mein Schnabel kaum still bei den Dingern. Ja, und meine auch nicht. Es geht weiter zum eigentlichen Teil des Parts. Und jetzt kaufen wir unseren Nachbarn das Haus leer oder so. Willkommen. Sonntag. Nee, Samstag. Mein Gott. Und es ist Flohmarkt. Genau. Alles klar. Ja, ansonsten gibt's auch eigentlich nicht viel Spannendes wahrscheinlich heute. Selbstgespräche. Was du dir von Herzen wünschst, wird wahr. Aber eben nicht immer. Das ist halt Schicksal. Ja, eine eigentlich nichtssagende Aussage. Toll. Mehr will ich das auch gar nicht sagen. Mehr kann ich nämlich auch nicht sagen. Mehr fällt mir nicht ein an Schwachsinn. Das war halt eh wieder niemals getroffen. So. Wenn wir gerade schon mal hier oben sind, können wir eigentlich direkt mal gucken. Was so der Wurf sagt. Ich meine, der wird sowieso nicht... Ich weiß gar nicht. Ist KK eigentlich jetzt schon mittags da? Ich glaube, der kommt sogar erst abends, oder? Und ich glaube auch nicht, dass der neue Fundsachen hat, aber mal gucken. Nee, genau, es kommt tatsächlich... KK kommt erst abends hin. Alles klar. Oh, wir haben tatsächlich Fundsachen. Eine Falle wahrscheinlich, ja. Ein Outfit wieder mal. Amethyst-Outfit, ja gut, das kennen wir schon. Nehmen wir trotzdem mal mit, verkaufen wir. Eventuell sind ja jetzt auch noch einige Früchte gewachsen, dass ich da... Die Sache ist, ich habe es, glaube ich, 41.000 oder so in der Richtung. 45.000 mittlerweile, ja. Es wäre halt schon noch ganz cool eigentlich, den Kredit noch abzubezahlen und dann erst morgen wieder einzukaufen. Ach, ich bin mir halt noch nicht sicher, wie ich das machen soll. Ihr habt vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich hier die Blumen jetzt schon seit 2 Tagen hier vor Nuk pflanze. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich bin mir halt noch sehr unsicher, ob ich halt... richtig zuschlagen soll auf dem Rübenmarkt oder wie viel generell. Ich habe jetzt halt 350.000 etwa. Und 300.000 müsste ich ja noch bezahlen für den Kredit. Das Praktische wäre halt, ich habe dann halt ein weiteres Zimmer, wo ich die Rüben lagern kann. Und wo ich auch das ganze Zimmer theoretisch mit Tischen voll klatschen kann. Ohne dass es... Ja, dass ich jetzt krass was ändern muss erstmal. Bei Feng Shui mir gerade irgendwie sowieso nichts bringt. Aber naja... Das wäre eigentlich ganz cool. Aber dann kann ich natürlich für viel weniger einkaufen. Und ich will ja mindestens mal schon für 100.000 wieder einkaufen. Also wenn ich jetzt noch 50.000 heute verdiene, wäre es eine Überlegung wert, vielleicht doch noch den Kredit abzubezahlen. Aber
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, man. Ich bekomme dann halt viel mehr raus, logischerweise. Hab aber auch gar nicht so viel Platz, um die alle auf Tische zu legen. Also ich könnte das über eine Woche hinaus dann wahrscheinlich nicht. Ja, ich könnte die wahrscheinlich nicht über eine Woche hinaus behalten. Auch wenn ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Und irgendwie will keiner mehr einziehen. Verstehe ich nicht. Vor allem ist doch meine Stadt sogar perfekt. Warum kommt denn da keiner nach? Irgendwie hat er keinen Bock auf mich. Na gut. Na gut, schauen wir mal gerade im Rathaus vorbei, ob dann wirklich noch alles perfekt ist. Ich habe auch unten jetzt aufgehört, Palmen zu pflanzen. Also die beiden, die ich jetzt dann noch gepflanzt habe gestern, das waren die einzigen beiden. Ich wollte eigentlich auch noch mehr pflanzen. Eine Kokosnuss hatte ich, glaube ich, noch. Die habe ich dann aber zu Hause abgelegt, weil ich Angst hatte, dass es sonst zu viele Bäume, also das zählt ja dann als Baum, dass dann halt zu viele Bäume werden und dann wieder irgendwie Blumen das Ganze ausgleichen müssten. Und dann halt irgendwie die perfekte Stadt aus dem Gleichgewicht kommt. Das wollte ich jetzt nicht riskieren. Können wir ja nach den, keine Ahnung, 14 bis 16 Tagen mal machen. Da werde ich ja sowieso nochmal ein bisschen abändern. Aber währenddessen muss das jetzt eher nicht sein. Okay, okay. Die Robo-Uhr, die habe ich doch beim Waldemar gesehen. Interessant. Ich könnte halt theoretisch auch schon diese Acre-Markierung wegmachen. Aber die lasse ich jetzt aber auch einfach erstmal da. Das stört jetzt auch nicht so mega. Immer noch ein wundervoller Ort. Das ist super. Was habe ich denn so in den Taschen aktuell? Ja, ich kann noch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Hallo Monique, was geht so? Uff, ich habe heute irgendwie total viel zu tun. Ich will Möbel sammeln, aber ich muss mich mit dir unterhalten und so. Musst du nicht. Selbst ohne den roten Teppich kann ein Haus doch einladend wirken. Ich bin immer in einem erfolgreichen Geschäft. Immer gern in einem erfolgreichen Geschäft, du Horst. Aha, was? Ach so, es war auf den Flohmarkt bezogen. Gut, das macht Sinn. Ich habe mich gerade gefragt, warum Geschäft. Ja, gut. Das macht alles Sinn. Wie sieht's hier aus? Irgendwas Spannendes für mich. Stimmt, ich wollte ja auch heute nochmal meine Frisur ändern. Wieder. Den Piratenhut hatte ich schon, ne? Müsste, ja. Ich weiß nicht, ob ich mir dieses Gelb-Outfit holen soll. Den MVP werden sie offenbar nicht los. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Gelb und Orange. Für mich sind das die hässlichsten Farben, aber... ist ja vielleicht manchmal auch ganz nett. Aber jetzt habe ich ja erst noch mein Psycho-Outfit und das werde ich auch behalten, weil das ist cool. So, irgendwelche Möbel. Also vor allem Pink-Möbel kaufe ich generell jetzt, glaube ich, immer einfach. Weil Monique die sowieso früher oder später wieder haben will. Und den Royalschrank nehme ich mir auf jeden Fall mit. Jawohl. Da haben wir nochmal eine Pflanze. Ich habe schon sehr viele Pflanzen auch. Da brauche ich jetzt erstmal keine weitere. Eine Waschmaschine. Ach komm. Waschmaschine hole ich mir jetzt nicht. Ich bin auch jetzt aktuell nicht so daran interessiert, jetzt nochmal irgendwie so ein, weiß ich nicht, so das Klassische zu machen. So Bad, Küche, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf. Irgendwas Kreativeres. Auch in diesem Spiel wieder. So, Sandplatzmauer kann weg. Amethyst hat nur sowieso uns nur Miet genommen, den Rest. Ja, die Robo-Uhr behalte ich auch. Ich weiß zwar nicht, ob ich die schon mal hatte, aber behalte ich. Den Royalschrank habe ich auch erst gekauft. Dieser, nochmal 7,7 dafür. Perfekt. So, also ich werde mir tatsächlich eine andere Farbe... oh, ich wollte eigentlich die Kopfbedeckung entfernen schon mal. Ich will auf jeden Fall eine andere Farbe haben, aber vor allem einen anderen Schnitt, weil der ist grässlich. Hallo Süßer, ja hallo. Oh ja, ich verstehe völlig, bla bla. Ja ja, mach mein Haar. Ja, also waschen, schneiden und stylen. Ja, natürlich. Ich meine, ich war erst gestern bei dir, müssen wir die unbedingt waschen? Ich muss ein bisschen sparen hier, ich will fett auf dem Rübenmarkt investieren. In Ordnung, zieh die Brille ab. Also, ja, paar Fragen, ne? Wie soll das denn wirklich zur Geltung kommen? Wir machen mal wieder beim Ausgehen, glaube ich. Natürlich, bei großen Auftritten. Ja, ja, der Schwamm jeder Party, ne? Absolut. Ja, das dachte ich mir schon, aber eben anders. Naja, wie auch immer. Also, dein Haarschnitt, ja? Wenn der ein Lied wäre, welches wäre das dann? Harter Rock. Ah ja, so ist das also? Du bist der feiernde Typ. Ja, absolut, mein Gott. Das passt voll zu meinem Kara. Haarfarbe, was willst du? Heiß, heiß oder brr?
will schon eigentlich... Ich will halt was zum Outfit haben, immer noch. So, also strahlend hatten wir jetzt. Saftig war dann wahrscheinlich das andere. Ich nehme jetzt, glaube ich, mal... Aber was hatten wir hier noch? Ja, komm, komm, komm. Ach so, nee, ach ja. Ja, ja, die wechseln dann zu den warmen Farben. Ich vergaß. Dann hätte ich bitte nochmal Jugend, oder? Oder war Jugendlich vielleicht grün? Saftig muss eigentlich grün sein. Es ist eine kalte Farbe. Ich habe es halt leider vergessen. Ich weiß nur, dass ich gestern strahlend hatte. Ja, dann nehme ich jetzt Jugendlich. Ja, das dachte ich mir auch. Also, los geht's. Bin sehr gespannt, welche Farbe das jetzt ist. Aber so viele kalte Farben gibt es ja eigentlich gar nicht. Also, ja, es ist blau. Sehr schön. Das wollte ich. Aber der Schnitt ist grässlich. Der Schnitt ist grässlich. Mein Gott, der ist ja noch schlimmer als der letzte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also die Farbe werde ich mir morgen wiederholen. Ich glaube, da schneide ich mir auch wieder die Haare. Ich glaube, ich mache mir nochmal die Frisur von letzt. Oder soll ich mir vielleicht einfach mal... Ach, keine Ahnung. Wir versuchen uns einfach mal ein bisschen aus. Aber die Farbe mag ich schon mal. Ah, der Schnitt ist ja mega grässlich. Mein Gott. Ich erinnere mich an so einen richtigen Schmiertypen. Naja, gut. Mit dem Hut geht's eigentlich. Da sieht man noch die Haare von der Farbe her so, aber man sieht nicht mehr, wie scheiße die eigentlich... Ja, wobei, das sieht ja noch lost aus. Das sieht aus wie große... Sieht so ein bisschen aus wie bei... Keine Ahnung, wie heißen Bowsers Gehilfen, also Ludwig oder so. So riesen, buschige Augenbrauen. Das sieht gar nicht mal nach einer Haarfrisur aus. Na gut. Also Kopfhaar, ach, egal, wie auch immer. Das sind ja alles Haare, auch Augenbrauen. Also... Was habe ich eigentlich noch zu tun? Außer Flohmarkt. Sonst eigentlich nichts, was ich... Nein! Das finde ich auch total merkwürdig. Marienkäfer sind jetzt wieder verfügbar. Nur für den Oktober. Und sonst glaube ich auch irgendwie nur... Keine Ahnung. März bis Juni oder irgendwie sowas. Also ganz komisch. Im September sind sie weg. Ich glaube im August auch schon. Ja, ganz merkwürdig, warum die im Oktober wieder da sind. Das... Habe ich erst irgendwie gedacht, das ist vielleicht irgendwie ein falscher Eintrag, aber es ist wirklich so. Die sind wieder da, nur im Oktober. Sehr, sehr merkwürdig. Hat bestimmt einen Grund. So. Ach so, ja, ich habe ihn schon wieder vergessen, tatsächlich. Ja, ja, wir holen ihm gleich noch Medizin, keine Sorge. Irgendwann, vielleicht. So, mal gucken, aber es rennen auch einige draußen rum. Ist, glaube ich, immer so Hälfte, Hälfte. Oh, ein Kunde, sei mir willkommen, Super Ann, sieh dich ruhig um. Eigentlich will ich von dir gar nichts kaufen. Also Super Ann, gefällt dir was von meinen Sachen? Wenn ja, sag es mir, aber sicher. Super, dann berühre einfach das Item, was du möchtest. Ich entführe dir mal irgendwas, was ich dir geschenkt habe. Was, dieses Teil? Och ja, leider unverkäuflich. Tja, ist mein Lieblingsstück. Ja, weil ich das geschenkt habe, ne? Wirklich, im Ernst, dieser Lilienstuhl hat mir nie gefallen. Ach, den habe ich auch geschenkt. Danke für deine Ehrlichkeit. Beim letzten Mal hast du noch gefeiert. Also gut, mit diesem Geschäft bin ich sehr zufrieden. 550 Sterne ist für mich und den Lilienstuhl für dich. Ja. Ich glaube, die macht das happy, wenn man was kauft. Hoffentlich bis bald. Ist ja sehr interessant, dass ihr unser Geschenk nie gefallen hat. Sehr ehrlich, meine Bewohner. Also in Bezug auf, als ich ihr das geschenkt habe. Oh, toller, niedlich Möbel. Ja, super. Okay. Hier sind wir bei Lotta. Lotta ist hier. Will ich hier vielleicht sogar legit was? Keine Ahnung. Hallo, herzlich willkommen, du. Sie auch schon. Ich weiß nicht. Ist da hinten in der Ecke noch was? Ich glaube nicht. Eventuell. Ist das ein Mr. Flamingo? Er sieht groß aus. Ich würde mal fragen, ob das ein Mr. Flamingo ist. Oh, mein wunderschöner Mr. Flamingo ist aber nicht billig. Nein, nein, ich verkaufe ihn für 630 Sterne. Ich sage, gib mal her. Ich meine, ich hab der Monique jetzt erst zum Geburtstag den Mr. Flamingo geschenkt, den ich hatte. Aber sie wird das sicherlich nicht bemerken, wenn ich einfach nochmal einen Mr. Flamingo schenke, wenn sie ein Pinkmöbel haben will. Sie hat ihn ja schließlich nicht mal aufgestellt, obwohl sie ihn so gefeiert hat angeblich. Das passt schon. So, Luzi war... Nee, Ricarda war das ja, stimmt. Luzi war aber auch draußen, weiß ich. Der Waldemar ist draußen. Ja, super. Haben wir überhaupt noch irgendjemanden, der sonst noch drin ist? Ja gut, den Alfredo, aber der ist halt auch krank. Ja gut. Dann war es das schon. Mona und Lotta.
Ich glaube, die wechseln dann aber auch nach Tageszeit, aber... Ja, gut. Ich werde ja sowieso nochmal heute Abend spielen, wegen KK. Aber ich glaube dann... Ich glaube, der Flohmarkt ist ja nur bis 18, 19 Uhr irgendwie. Und da habe ich jetzt... Hätte ich nochmal eine Albino-Anbeterin fangen können. Die ist ja auch durchaus wertvoll. Aber ich habe jetzt tatsächlich keine... Ambition, sonst auch abends nochmal bei den Bewohnern vorbeizuschauen. Wie gesagt, ich glaube, das müsste zeitlich limitiert sein nach hinten. Genau, ich wollte mal nach Rübenpreisen fragen. Wie es denn da heute aussieht. Ja, jetzt natürlich wieder sinkend, alles klar. Gut, gut, gut. Ich muss mich halt echt entscheiden, ne? So viele Bäume habe ich jetzt auch nicht gesehen, die hier Früchte getragen haben. Fremde. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das machen sollten. Naja, ich sag mal so, wenn ich noch den Kredit bezahle, dann werde ich das heute Abend vor KK machen. Wahrscheinlich, also so onscreen mit euch und dann ist das auch in Ordnung. Haben wir das auf jeden Fall noch direkt in einem Part und alles und... Ja, doch, ich überleg's mir noch. Kommt drauf an, wie viel ich hier noch zusammen sammle. Weil ich halt eigentlich schon eher dafür wäre, wirklich dann doch einfach erstmal die Rüben jetzt zu kaufen, eine Menge. Vielleicht für 250 so, müssen ja nicht die ganzen 300.000 sein, dafür haben wir glaube ich auch wirklich keinen Platz indoor. Und ich weiß nicht, ob ich die unbedingt outdoor liegen lassen sollte, vor allem auch wie die perfekte Stadtwertung. Deswegen werde ich das wohl nicht tun. Achso, die wollte ich ja, shit, egal. Gib her, dann packe ich die woanders in den Schrank oder so. Gut, aber viel mehr habe ich jetzt hier auch gar nicht, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns dann nachher noch bei KK nochmal wieder. Und werden uns dann die Country-Gitarre, also werden sie einlösen. Aber ansonsten passiert hier auch nicht mehr viel Spannendes jetzt am Samstag. Interessanterweise ist aber der Fred nicht da. Ich glaube, der ist aber auch nur morgens irgendwie da bis 11, bis 10, keine Ahnung. Vielleicht liegt es da dran. Steht das hier nochmal, bis wann das offen, oder bis wann Flohmarkt ist, oder ist das egal? Ja stimmt, nächste Woche ist Eichenfest, genau. Okay, nee, da steht tatsächlich nichts. Ach ja, stimmt, wir könnten natürlich auch nochmal die andere Seite zeigen. Auch wenn ich davon eher genervt bin. Vielleicht wollen sie eine Kokosnuss kaufen. Warte mal. Und ich habe vergessen, Alfredo seine Medizin vorbeizubringen. Ich bin's, Monique. Du hast mich eingeladen, weißt du noch? Du Horst habe ich gar nicht. So, ich möchte auch eigentlich nichts verkaufen. Oh, du solltest wissen, dass man Möbel nicht verrückt, wenn man Besuch hat. Das ist ja verrückt. Vielleicht finde ich sogar etwas, was mir gefällt. Ja, das ist halt schlimm, weißt du, du kannst halt einfach, das ist ja das Problem in Let's Go to the City und in Wild World, du kannst einfach keine 5 Sekunden im Haus chillen, um irgendwas gerade zu holen oder sowas, ohne dass ein Bewohner reinplatzt. Hey, das ist schön, das gefällt mir. Wie viel willst du für den Azurtisch? Unverkäuflich. Hm, na gut. Willst du vielleicht eine Kokosnuss haben? Wir sind gerade frisch reingekommen, vom Strand. Hey, das ist schön. Wie viel für das Ledersofa? Es ist halt leider rot, deswegen brauche ich das. Ich dachte schon, die wollte jetzt auf die Country-Gitarre zusteuern hier. Wie viel für den Computer? Verhandeln wir. Wie wär's denn mit 20k? Der war teuer, Sonderanfertigung. Wow, teuer. Ich wusste gar nicht, dass das bei Flohmärkten erlaubt ist. Kannst du mich ein wenig entgegenkommen? Okay, 10.000. Letztes Wort. Da. Was? So viel bitte für einen Computer? Unmöglich. Also wenn du nicht runtergehst, überlege ich es mir. 8.000. Letztes Wort. Ich glaube, die würden mit vielleicht maximal 2.000 oder 3.000 zufrieden sein. Deswegen kann ich eigentlich den größten Bullshit gerade eingeben. Ja, nee, sorry. Also nee, das ist jetzt... Nee. Letzter Preis. So. Jetzt läuft sie mehr oder weniger in eine Sackgasse. Ich will dir nichts verkaufen. Man merkst du das endlich? Nein. So, ich geh mal... Jetzt will sie die Country-Gitarre, oder was? Nein. Garantiert nicht. Also die auf keinen Fall. So, ich verpiss mich mal. Hey, was genau hast du vor? Wenn du jetzt gehst, schnüffle ich in deinen Privatsachen rum oder gehe heim. Ich sollte wohl gehen. Naja. Ja, wohl besser, hm? So, dann versuche ich jetzt mal unfallfrei die Angel wieder mitzunehmen. Ohne dass in der Zeit eben jemand reinplatzt. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ich hab's geschafft. Wow, das war aber wirklich knapp.
3 Sekunden länger und es wäre bestimmt wieder jemand auf der Matte gewesen. Ja, das ist halt, naja, wenn man halt nicht gerade selbst teilnehmen will, und das will ich eigentlich nicht, dann, naja. Aber wir haben jetzt mal gesehen, wie das funktioniert. Man kann dann eben einen Preis vorschlagen und, ja, die Villager können entweder sagen so, der ist mir viel zu teuer, oder ja, nehme ich. So läuft das dann ab. Und eventuell kann man da sogar noch Profit mitmachen, im Gegensatz zu, wenn man das bei Tom Nook verkauft, aber keine Ahnung. Du musst mir helfen. Ja, hier. Willst du Medizin? Ich hab was dabei. Von Ratio Farm wahrscheinlich. Es geht mir immer noch nicht ganz geil, aber auch nicht mehr ganz scheiße. Danke, dass du für mich da bist. Weiß ja auch nicht, ob das so bequem ist, so ein Stein-Outfit zu tragen, wenn man krank ist, aber gut. Ich glaube nicht, dass es generell bequem ist. Muss er selbst wissen. Gut, wir sehen uns heute Abend wieder zu KK. Dann werden wir die Kanji-Gitarre los. Und dann ist auch dieser Tauschzweig schon beendet. Und morgen kaufen wir uns dann wieder Rotrübensamen und, wie gesagt, eine Menge Rüben. An sich Weißrüben so. Bis gleich. Tatsächlich habe ich am Vorabend noch ein bisschen gespielt und zum ersten Mal eine Spinne gesehen und auch fangen können, glücklicherweise, auch wenn ich mich ein bisschen blöd angestellt habe, wie ihr jetzt sehen werdet. Aber random in einem Baum habe ich dann tatsächlich die Spinne gefunden, was schon mal sehr gut ist, weil das kann ziemlich nervig sein, die zu finden, wenn man es wirklich versucht. Ich habe es jetzt nicht versucht und sie glücklicherweise zufällig gefunden. Und ich habe noch 2 Briefe für euch. Mein Schnucki Monique, deine Augen leuchten wie Smaragdmurmeln, die aus den Tiefen des Abwasserkanals gefischt wurden. Ja, ein sehr romantischer Brief. Ein sehr seltsamer Brief, aber auch irgendwie treffend. Naja, auf jeden Fall ist er lustig, du Horst. Und Waldemar hatte einen sehr interessanten auch noch. Hallo Waldemar, du hinterfragst dich ständig. Du könntest sehr viel Zeit sparen, wenn du damit aufhörst. Die Stimme der Vernunft. Es ist verwirrend, aber ich find's toll. Es ist wie ein Code, den ich knacken muss. Und jetzt geht's weiter mit dem Abend und KK. Dann schauen wir mal, was der KK denn noch zu unserer Country-Gitarre zu sagen hat. Aber es ist offenbar immer noch Flohmarkt. Vielleicht gibt's doch keine Uhrzeit. Offenbar. Dann hoffen wir, dass uns in ein paar Sekunden keiner anspricht. Wo wir uns schnell die Country-Gitarre holen. Es ist mittlerweile nach 22 Uhr. Hauptsache, der singende Hund ist immer noch da. Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe auf jeden Fall alles verkauft, was ich so in der Stadt finden konnte. Also sogar Muscheln. Alle Bäume sollten abgeerntet sein. Ich habe auch die, die keine Früchte getragen haben, geschüttelt, um zu checken, ob da vielleicht Bienen drin sind. Eine habe ich gefangen. Also es war schon recht erfolgreich. Wie viel Geld habe ich jetzt noch zusammengetrieben? Ja, ich habe jetzt 91.000 wieder am Start. Plus die 300.000, die wir noch auf der Bank haben. Aber dennoch, für heute, ich werde jetzt nicht noch den Kredit abbezahlen, sondern werde morgen richtig schön rein investieren. Ja, gut. Und wie gesagt, in diesem Part jetzt möchte ich eigentlich nur noch die eine Sache machen. Habe ich jetzt die... Ja, gut. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ne? Hallo. Hey, Niklas. Lust auf einen Song? Völlig richtig. Ich hoffe, er sagt das dann nach dem Auftritt. Ich weiß es nicht. Cool. Hey, wenn du was Bestimmtes hören willst, gib Bescheid. Nö, du darfst hier gerne wieder was aussuchen. Du magst Überraschungen? Alles klar. Meine Axt ist bereit. Ja, und dann hören wir uns erstmal was Schönes an. Was wird's denn? Ich liebe dich. Oh, sehr schön.
Sehr schön. Ich hoffe nur, dass ich die ihm jetzt wirklich noch geben kann und es nicht irgendwie so ist, dass ich ihn vor der Show ansprechen muss. Das wäre nämlich echt doof. Ich habe dir eine Aufnahme von Ich liebe dich zukommen lassen. Kannst jederzeit in einer Box abspielen, wenn du Bock hast. Jo. Alles klar. Bitte. Hey, was für ein Wahnsinnsgerät. Das ist ja irre. Das ist doch... Ist das eine Country-Gitarre? Mit Sterni sieht es im Moment nicht so gut aus, aber wenn du cool bist, gebe ich dir dafür ein Foto mit dem Autogramm. Bist du cool? Absolut. Cool. Du bist funky. Jawohl, und bitte, ein Foto von mir mit den besten Wünschen. Es ist jetzt in einer Tasche, damit du es nicht verlierst. Ich habe sogar noch auf der Rückseite signiert. Das sind einfach so kleine Nettigkeiten, Kleinigkeiten, die einfach echt cool sind in dem Spiel. Ja, und jetzt haben wir also das erste Foto und damit die erste Tausch, den ersten Zweig der Tauschquest abgearbeitet. Ich hoffe mal stark, dass wir beim nächsten Mal jetzt nicht auch irgendwie noch nochmal das Foto bekommen. Also im Endeffekt erstmal natürlich die Country-Gitarre von Vinci. Das wäre ein bisschen blöd. Also ich hoffe dann schon, dass wir beim nächsten Mal dann den Turban kriegen. Aber es kann natürlich passieren, dass wir Sachen doppelt bekommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Ich habe übrigens beim durch die Stadt gehen auch noch ein zweites, eine zweite Himmelsleiter gesehen. Die müsste sich hier irgendwo befinden. Kann ich ja nochmal gerade zeigen. Und dann zeige ich natürlich noch das Foto und dann wäre es das für den Part. Wenn ich ihn nicht so schnell finde. Shit. Die war doch hier irgendwo. Naja, irgendwo auf jeden Fall. Die Frage ist, finde ich sie jetzt auf Anhieb? Die war doch mehr in der Mitte. Da, hier. Da ist sie, die Himmelsleiter. Schön, schön. So, dann ab nach Hause. Und dann schauen wir uns das gute Foto mal an. Wenn man natürlich von der Tauschquest nichts weiß, ist es schwierig zu bekommen, aber an sich ist es halt schon ein leichteres Foto, ne? Als jetzt von den Bewohnern vor allem. Da geht das hier deutlich leichter. So, KKs Foto. So sieht's aus. Meine Musik ist stets auf der Suche nach Freiheit. Tja, richtig inspirierend. Ja, gut. Das ist es dann auch und das werde ich mir auf jeden Fall irgendwo schön hinstellen. Hier ist es erstmal ganz schön und wir machen weiter morgen. Dann werden wir wieder eine Menge Rüben kaufen. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob wir das wirklich onscreen machen müssen. Ich werde auf jeden Fall aufnehmen, wie viel Geld Sigrid für Rüben haben möchte. Aber ich überlege mir, ob wir da wirklich ein paar draus machen, weil an sich spannend ist es erstmal nicht. Mal gucken. Und ja, lasst euch überraschen, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.